Guyana Nordbrasiliens. Und die Anziehungskraft steigt weiter, denn Recife ist Austragungsort einiger WM-Spiele. Aber Achtung, im türkisblauen Wasser lauert Gefahr. Recife hat die höchste Zahl tödlicher Haiattacken und es werden immer mehr. Nicht zuletzt seit der Hafen gebaut wurde, zieht es zwei der gefährlichsten Haiarten, Tiger und Bullenhai, nah an die Küste. Andreas Wunn über Tod am Traumstrand. Es ist einer der gefährlichsten Strände der Welt. Immer wieder Haiattacken. Als ich auf meinem Surfbrett saß, fühlte ich, dass irgendetwas nach oben kam. Immer wieder Opfer am Strand Boa Viaje. Hier in Recife wird die deutsche Mannschaft in der Vorrunde der Fußball-Weltmeisterschaft spielen. Wer als WM-Tourist an den Strand will, sollte aufpassen. Die Arme versteckt er immer in den Hosentaschen, damit man seine Stümpfe nicht sieht. 7 Jahre lang ging Charles nicht mehr an den Strand nach der Attacke. Dabei ist er hier aufgewachsen. Den Tag auf dem Surfbrett wird er nie vergessen. Es war im Mai 1999. Ich sah nach unten. Dort schwamm ein Fisch vorbei. Ich wollte schnell zurückweichen, da biss mich der Hai ins Bein. Er erwischte mich hier. Der Hai zog mich auf den Grund tief nach unten. Dort riss er mich hin und her. Als er mich dann erneut angreifen wollte, versuchte ich mich zu schützen. So habe ich meine Hände verloren. Fernsehbilder von damals. Charles ist traumatisiert, akzeptiert lange nicht, dass er ohne Hände für immer von anderen abhängig sein wird. Die Bilder bekommt er nicht mehr aus dem Kopf. Bis heute hat er Albträume. Eigentlich könnte es ein brasilianischer Traumstrand sein. Doch die regelmäßigen Attacken trüben das Bild von Sommersonnenstrand. Überall Warnschilder an der Promenade. Seit 1992 werden die Angriffe gezählt. Rund 60 Verletzte. Mindestens 24 Menschen sind durch Haiattacken ums Leben gekommen. Fast jedes Jahr gibt es hier Tote. Die Haigefahr ist menschgemacht. Schuld ist vor allem ein Tiefwasserhafen bei Recife, der in den 80er Jahren gebaut wurde. Die Haie folgen den Schiffen von hoher See an die Küste, weil sie auf Futter hoffen. Sie werden dann von der Strömung an den Strand getrieben. Der Hafen war eine Investition, die wirtschaftlichen Nutzen brachte, aber große Nebenwirkungen für die Natur hatte. Dass die Haiattacken derart ansteigen würden, das war unmöglich vorherzusehen. Schadensbegrenzung. Ein Projekt der Universität versucht seit 10 Jahren, Haie in Strandnähe aufzuspüren und mit einem Boot auf offene See hinauszuschleppen. Manche werden mit einem kleinen Sender versehen, damit sie geortet und gefangen werden können. Infostände an der Promenade für Anwohner und Touristen. Freiwillige patrouillieren an den Stränden. Ein generelles Badeverbot aber gibt es nicht. Viele Strandbesucher schlagen die Warnungen in den Wind. Man sollte vermeiden, im offenen Meer zu baden. Man sollte nicht ins Wasser gehen, wenn man am Körper blutet. Und man sollte nicht alleine baden. Außerdem sollte man vermeiden, bei Flut ins Wasser zu gehen, vor allem bei Vollmond oder Neumond. Die Feuerwehr auf Streifen. Allein der Stadtstrand Boa Viagem ist 7 Kilometer lang. Unmöglich, ihn komplett zu kontrollieren. An Land Beobachtungsposten, Kameraüberwachung. Die vorerst letzte tödliche Attacke, Mitte 2013. Eine 18-jährige Studentin aus São Paulo schwimmt im Meer. Der Hai greift an und beißt sie in den Unterschenkel.
Die Überwachungskamera filmt die Rettungsaktion. Doch im Krankenhaus erliegt die junge Frau dann ihren schweren Blutungen. Zwar gibt es in den USA und in Australien wesentlich mehr Haiattacken, doch in Brasilien ist kein Strand gefährlicher als dieser. Trotzdem war die Feuerwehr nicht vorbereitet. Als die Rettungsschwimmer rausfuhren, um ihr zu helfen, wussten sie nicht, dass es sich um eine Haiattacke handelte. Sie hatten ihre Erste-Hilfe-Ausrüstung nicht dabei. Wer zu weit rausschwimmt, bekommt es mit der Strandfeuerwehr zu tun. Immer wieder rücken sie auf ihrem Jetski aus. Diesmal ist es ein Taucher auf der Jagd nach Tintenfischen. Er sieht überhaupt nicht ein, dass er hier nicht ins Wasser darf. Ich habe schon oft Haie gesehen, die unter mir geschwommen sind. Haie sind nicht so aggressiv, wie viele denken. Über so viel Naivität kann Charles nur den Kopf schütteln. Und er findet, dass die Behörden viel zu wenig gegen die Haigefahr tun. Es müsste mehr Hilfe für die Opfer geben und mehr Geld für bessere Schutzsysteme. Inzwischen hat er Jura studiert, er hat geklagt und eine Opferinitiative mitgegründet. Auch eine Prothese hat er gerichtlich erzwungen. Der Staat sollte mehr tun. Ein Schutznetz zum Beispiel oder ein elektromagnetisches System. Damit sich die Haie der Küste gar nicht mehr nähern können. Doch mehr Schutz ist vorerst nicht in Sicht. Immer wenn er Menschen hier im Wasser sieht, will Charles ihnen eine Warnung zurufen. Denn er weiß, die nächste Haiattacke am Strand von Recife ist nur eine Frage der Zeit. Wie ein Güterzug.